Sehr geehrter Herr Senator, liebe Teilnehmerinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist die Lehre von Corona? Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Es ist die Entdeckung der eigenen Verwundbarkeit im gemeinsamen Leben. Wir stecken uns auf unmerkliche Weise an und wir schützen uns durch Masken und Abstandsnahmen vor wechselseitiger Ansteckung und realisieren genau dadurch unsere unausweichliche Verwundbarkeit. Das ist ein harter Schlag gegen den Narzissmus des Selbst. Man will ja nicht gerne von irgendjemand abhängig sein. Vor allen Dingen dann, wenn man sich stark fühlt. Man will nicht auf andere angewiesen sein. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo der Begriff der Solidarität noch nicht so wahnsinnig im Zentrum stand. Und man viele Leute sagten, na, Solidarität braucht es schon, aber nicht für mich, sondern Solidarität ist etwas für die anderen. Plötzlich scheinen wir alle solidaritätsbedürftig zu sein. Und es ist nicht verwunderlich, dass das nicht allen Leuten einleuchtet. Denn es ist sicherlich so, dass es nicht nur angenehm ist, sich einzugestehen, dass man von anderen Leuten abhängig ist. Und möglicherweise sind viele sogenannte Verschwörungstheorien Ausdruck der Abwehr dieser Erkenntnis. Man will weiter ein starkes Selbst sein. Man will weiter für sich selber sorgen können. Man will weiter sagen können, ich brauche die anderen nicht. Ich kann es alles selber. Ich bin selber Resilienz. Ich brauche nicht die Resilienz der Stadt. Und dann flüchtet man sich in Vorstellungen, die diese ganze Erfahrung versuchen wegzudrängen. Und in der Tat, ich glaube, dass Corona einen Schnitt macht, einen gesellschaftsgeschichtlichen Schnitt zu einer Periode, die uns 40 Jahre lang begleitet hat und die unter der Überschrift stand, eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft starker Einzelner. Das hat in den frühen 80er Jahren begonnen und das war eine richtige Idee. Das war die Revolution des Individuums und der subjektiven Rechte. Und das war gut so. Es war gut so, dass man das Individuum, den Garagenunternehmer, dass man die Idee der subjektiven Rechte entdeckt hat, der Möglichkeiten von Selbstwirksamkeiten auf eine andere Art und Weise, nicht nur immer in den Gussformen der Gesellschaft. Schlecht war der Glaube, alles selber richten zu können und sich auf niemanden verlassen zu müssen. Die letzten 40 Jahre waren nicht nur die Periode von Milton Friedman und den Chicagoer Konzepten der klassischen Ökonomie und es waren auch die Zeit von John Rawls und seiner Idee von Gerechtigkeit. Also der Markt als Entdeckungsverfahren und die Gerechtigkeit als Verteilungsmodus, das waren die großen Themen der letzten 40 Jahre. Jetzt glaube ich, dass die allermeisten Menschen in westlichen Gesellschaften dies als eine Periode des Selbstbetruges ansehen. Nicht unbedingt der Betrug durch andere, sondern man hat sich selber betrogen in diesem Glauben und entdeckt plötzlich die Angewiesenheit auf andere und merkt, dass es noch etwas anderes als Gerechtigkeit gibt, nämlich Solidarität. Sie können sich eine gerechte Gesellschaft ohne jede Solidarität vorstellen. Sie können sich aber auch eine Solidarität ohne Gerechtigkeit vorstellen. Daran sieht man, wie beide Begriffe aufeinander bezogen sind. Eine gerechte Stadt, wie das die Leipzig-Charta, die neue Leipzig-Charta für die europäische Stadt bezeichnet, muss auch eine solidarische Stadt sein, sonst ist es eine kalte Stadt. Eine gerechte Stadt kann eine völlig kalte Stadt sein. Warum? Weil Gerechtigkeit nur sagt, was einem zusteht und Solidarität auch danach fragt, was man in einer Situation braucht. Das ist eine ganz andere Frage. Und ich habe den Eindruck, dass wir eher das Thema Solidarität für die Stadt entdecken müssen, die Grundlage für eine gerechte Stadt sein kann. Denken Sie an die Hitzewellen, die wir schon in den 1990er Jahren beispielsweise in den USA hatten. Dann war klar, dass die über 70-jährigen Frauen, die in Single-Haushalten lebten, obwohl sie relativ guten sozioökonomischen Status hatten, oft die ersten Opfer einer Hitzewelle waren. Warum? Weil die Enkel fehlten, weil niemand nach ihnen geschaut hat, ihnen nicht Sprudelwasser gebracht hat, Früchte gebracht hat, nicht gefragt hat, hast du deinen Tee schon getrunken?
Und sie sind im Grunde, wenn Sie so wollen, an relativer Isoliertheit und nicht an relativer Armut gestorben. Das heißt, die Verbundenheit, dass jemand da ist und kommt, auch wenn es nicht der Enkel ist, sondern die Nachbarn sind, ist eine Schutzressource ganz eigener Art, die lebensnotwendig werden kann in Situationen von gesellschaftlichen Großereignissen, die uns alle körperlich betreffen. Ich glaube, dass diese Erfahrungen, diese Notwendigkeit der Verbundenheit, diese Revitalisierung des gemeinsamen Lebens, was nicht unbedingt das jenseits der Unterscheidung von Privat und Öffentlichkeit steht, also die Entdeckung des gemeinsamen Lebens und die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens, die neue Formel für die Stadt der Zukunft ist. Es geht nicht mehr um Space, also es geht nicht mehr darum, eine Welt zu entdecken, eine Welt zu erobern, ins Unermessliche vorzudringen, sondern es geht um Place. Es geht darum, einen Ort zu haben. Einen Ort, wo man Sorge tragen kann füreinander, wo man meinetwegen auch füreinander einstehen mag, allerdings ohne sich die Luft zu nehmen und die Freiheit zu leiden. Das ist der Kernproblem, das ist der Kernpunkt der neuen Stadterfahrung. Solidaritäten vielfältiger Art zu ermöglichen und gleichzeitig Abstandsnahmen nicht als Rückzug, nicht als etwas zu nehmen, was sich gegen eine Solidarität stellt, sondern auch die Möglichkeit ist, den Dingen einen anderen Akzent zu verleihen. Die Frage ist, die Stadterfahrung als Erfahrung der unvollständigen Integration ernst zu nehmen. Wie können wir unvollständige Integration als Maxime unseres Lebens begegnen, die nämlich Begegnungen ermöglicht, diese unvollständige Integration, die uns mit etwas konfrontiert, was wir für nicht möglich gehalten haben. Das ist die Erfahrung der Stadt, die neue Stadt der Solidarität, die sich nicht nur auf Gerechtigkeit, sondern auch ein gemeinsames Leben und den Zumutungen eines gemeinsamen Lebens und den Hilfen eines gemeinsamen Lebens verlassen will. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.